Drachen gibt es nicht nur bei Game of Thrones, sondern die helfen auch noch bei der Energiewende. Ja, wirklich. Solche Drachen hier, die fliegen durch die Luft und erzeugen grünen Strom. Ich bin heute bei Enerkite in Brandenburg und wie das funktionieren soll, das quetsche ich jetzt mal aus dem Geschäftsführer Florian raus. Jetzt bin ich total neugierig. Ich will mal das Prinzip mal vom Grundsatz her verstehen. Also wie erzeugt ihr durch Drachen Strom? Ja, also unser System besteht ja aus den drei Komponenten, der Drachen, ne, aber vor allen Dingen auch das Seilsystem und die Bodenstation. In der Bodenstation haben wir alles drin, was für die Steuerung des Systems notwendig ist, für die Stromerzeugung. Ne? Und wir sehen das ja jetzt auch hier, das ist unsere Testanlage. Und was wir hier im Vordergrund sehen können, sind halt die Seiltrommeln. Ne? Hier passiert eigentlich die Musik, hier wird der Drachen gesteuert, ne, durch das Drehen der Trommeln. Und dadurch, dass der Drachen eben Zugkräfte auf das System ausübt, auf das Seil, ne, wird ein Generator angetrieben, der in dieser Hauptseiltrommel, die man dort sieht, der da verbaut ist. Und durch das Abtrommeln des Seils, durch die Zugkräfte, wird der Generator in Bewegung gesetzt und erzeugt eben Strom. Weil das finde ich nämlich spannend. Als erstes, finde ich, wenn man sich das so anguckt, denkt man, durch die Bewegung sozusagen des Drachen wird dann die Bodenstation bewegt und durch diese Bewegung wird dann Strom erzeugt. Das ist aber gar nicht der Fall. Nee. Also es ist wirklich so, dass nur der Generator eben den Strom erzeugt durch die Drehung der Trommeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Drachen sehr, sehr viele Zugkräfte erzeugt. Und der Drachen ist wirklich da, wo sozusagen die Musik spielt. Ne? Hier, da wird sozusagen die Energie aus dem Wind in Zugkräfte umgewandelt. Also der Wind zieht an dem Drachen, zieht praktisch das Seil raus. Und diese Kraft nutzt ihr dann, um sie in Strom zu wandeln. Genau so. Und dann ist ja das Seil irgendwann draußen, immer weiter und immer weiter. Und irgendwann ist er dann im Weltraum. Sehr gut, ja, genau. Nee, Seil hat natürlich irgendwann ein Ende. Ne? Ja. Man kann aber auch per Software die Höhe einstellen, wo sozusagen das Seil zu Ende sein soll. Und dann wird der Drachen zurückgezogen, also wird in Sturzflug gebracht und wird dann schnell auf direkten Wege zurückgezogen. Und dabei verbrauchen wir ein bisschen Energie, ne? Also ähnlich wie beim Elektroauto, ne? Wo man rekuperiert zum Beispiel, erzeugt man Strom, wenn man Gas gibt, verbraucht man ein bisschen. Diese Umschaltung haben wir auch. Und wir können eben sehr schnell zurückziehen und dann schnell wieder in diesen Erntezyklus kommen, wo wir Strom produzieren. Okay, aber dann denkt man doch als erstes, ihr erzeugt Strom, wenn praktisch das Kabel rausgezogen wird durch diesen Zug, ne? Bewegt sich dann, der Generator wird Strom erzeugt und dann müsst ihr es ja wieder reinziehen. Ja. Aber dann muss ja mehr Strom erzeugt werden durchs Rausgezogen werden als durchs Reinziehen. Ja. Kannst du uns da noch mal einen Hinweis geben? Ja, also man kann sagen, so ein Zyklus, ne, aus diesem Jojo-Prinzip, wo wir Strom produzieren, dauert insgesamt eine Minute. Und ungefähr 55 Sekunden von dieser Zeit produzieren wir Strom und 10 Sekunden ziehen wir zurück. Also man kann sich so wirklich, man zieht am Seil und dann greift man nach und zieht und greift wieder und zieht. Also, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, ihr müsst praktisch dann diese ganze Konstruktion, ne, da wird ja durch die Seile wird dann wahrscheinlich auch gesteuert, links, rechts, etc. Genau. pp. Müsst ihr dafür sorgen, dass sozusagen, wenn er zieht, die volle Windkraft praktisch in diesen Zug geht und dann soll irgendwann das Seil ja praktisch locker gelassen werden, wenn man so will, oder wenig Zug drauf sein. Das heißt, ihr müsst den Drachen so steuern dann, dass der dann wenig Zug hat und dann ihr ganz einfach das Seil reinziehen könnt. Genauso, mit wenig Aufwand, genau, mit wenig Energie. Genau so ist es. Also ne, wir sind in der Lage, mit unserem System den Drachen in eine Sturzflugposition zu bringen, wo er keine Kräfte mehr aufbringt. Und wir müssen mit der Anlage nur dafür sorgen, dass die Seile ihre Spannung behalten und dass wir den sozusagen einrollen können. Und deswegen brauchen wir ein bisschen Strom. Ne? Aber es ist eigentlich kraftlos und schnell. Und was ist, wenn es jetzt mal einen richtigen Sturm gibt? Es gibt Hagel, es gibt, was weiß ich, irgend so ein Extremwetterereignis. Fliegt er dann fröhlich weiter vor sich hin oder stürzt er irgendwann ab? Oder? Nee, dann wird natürlich die Anlage heruntergefahren. Okay. Ne? Auch wie beim Windrad, die sich dann in Fahnenstellung bringen. Ne? Meine ich, ja, Fahnenstellung ist, also sie verdrehen den Pitch und werden dann einfach so angeströmt, dass sie keinen Strom mehr produzieren bei Sturm. Und bei uns ist es so, wir landen dann einfach und dann ist die Anlage im Parkmodus und dann kann nichts passieren. Und der landet dann im Prinzip, der erkennt es dann und landet dann von alleine. Genau. Und wenn die Wetterbedingungen wieder gut sind, dann wird automatisch, setzt sich die Anlage wieder automatisch in Gang und startet den Drachen und geht dann in die Betriebshöhe, ja, mit dem Drachen. Echt faszinierend. Jetzt müssen wir aber mal uns den nächsten Punkt anschauen, den ich spannend finde, weil der Strom geht ja dann erstmal in die Batterien. Ne? Die werden dann sozusagen da Puffer gespeichert, würde ich jetzt sagen. Ja, also wir haben ja gesagt, ja. Ne, es ist ein zyklisches System aus Stromproduktion und etwas Verbrauch. Und das müssen wir ja für den Kunden oder den Verbraucher dann verstetigen.
Und das passiert halt in einem Batteriespeichersystem, was wir auch an Bord haben, was dann sozusagen diesen Zyklus glättet. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt werfen wir mal einen Blick in die testmobile Station, richtig? Ja, genau, genau. Also was man hier sieht, sind jetzt drei wesentliche Komponenten, die wir in der Station haben. Mhm. Das ist natürlich einmal das Batteriespeichersystem, was man hier sieht. Mhm. Das ist zum anderen aber auch dieser drehende Teil, der für den Start- und Landeprozess eben wichtig ist, wo wir diesen Rotationsstart haben. Und dann haben wir eben die Bordelektronik. Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist, mit dieser Bodenstation können wir eben, oder mit unserem Designkonzept, was wir haben, können wir alle sicherheitsrelevanten Elemente an den Boden lassen. Und nicht im Drachen, genau. Ah. Das heißt, das fördert natürlich die Ausfallsicherheit, die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der Anlage. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, dass im drehenden Teil eben auch die Steuerimpulse untergebracht sind, dass es also nicht eine Unterbrechung gibt. Ich kriege auch direkt einen Steuerimpuls, wenn ich hier die Joysticks sehe. Ja. Und da könnte ich jetzt also den Drachen steuern die ganze Zeit. Ja? Also im Prinzip ja, der Pilot kann auch immer eingreifen, aber die benutzen wir seit Jahren schon nicht mehr. Oh. Weil die Anlage ja automatisch betrieben wird und wir drücken eigentlich nur noch Startknöpfe oder halt Stopp und dann ist die Anlage halt, macht die halt was der Knopf sagt. Ne? Okay, ja gut, das ist für Spielkinder jetzt doch nichts, okay, aber dafür ist es ja auch nicht gedacht. Sag mal, und bei den sehe ich jetzt natürlich, jetzt habt ihr hier Batteriespeicher, das sieht irgendwie gar nicht so viel aus, aber am Ende natürlich, um den ganzen Strom zu speichern, allgemein bei erneuerbaren Energien, braucht man ja sehr viele Batteriespeicher, Pufferspeicher, aber da habt ihr Vorteile. Ja, also genau, unser System ist ja genau dazu gedacht, eben den Bedarf an Speichern deutlich zu reduzieren, weil wir ja über das Jahr sehr konstant das ganze Jahr über auch Strom produzieren können und dadurch wird also auch sozusagen die Regelungsleistung, die man vorhalten muss, geringer. Also auch Kraftwerke braucht man nicht so viele. Ne? Mhm. Und eben auch nicht so viele Speicherbatterien oder Speichermöglichkeiten für die Erneuerbaren, ne? Weil Super. Wir sozusagen grundlastfähig eigentlich Strom erzeugen können, ne? Und damit natürlich auch so ein bisschen den Druck aus dem Netzausbau nehmen. Perfekt. Und das ist ja sozusagen nur Testbetrieb und kleinere Anlage. Ich habe da hinten schon mal ein bisschen rumgespickt und habe gesehen, da habt ihr schon was Neues. Sollen wir uns das mal anschauen? Ja, gerne. Hier sehen wir also praktisch noch die 30 kW Anlage, ne, aus eurem bisherigen Test. Ja, unsere Testanlage, die jetzt also schon 12 Jahre auf dem Buckel hat etwa. Ne? Okay, Hat jetzt langsam auch ihre Zeit erreicht, ne? Und jetzt geht es in die nächste Größe. Ne? So, ja, nächste Größe ist ein gutes Stichwort. Weil ich gehe mal kurz hier rein. Hallo, Kollege. Hier wird weiter fleißig gearbeitet. Da seht ihr einfach mal, ich mache mal hier so meine Arme weit auf. Also das ist schon ein richtiger Oschi, ja? So wie der Experte sagt. Hochkompetent wie immer. Was ist das jetzt für eine Größe? Also das ist jetzt unser Prototyp in der Produktskalierung. Das heißt, also diese Anlage wird 100 Kilowatt Nennleistung haben bei 10 Meter pro Sekunde Wind. 100 kW, das ist ja schon mal eine andere Hausnummer als die 30. Okay. Ja. Und ich meine, das sieht ja schon relativ fortgeschritten aus. Der Kollege ist hier fleißig weiter am Schrauben. Wann kann man vielleicht mal damit rechnen, wann man die mal in Betrieb sieht? Also wir haben die jetzt in Montage. Die Teile sind auch alle so im Zulauf. Und wir gehen davon aus, dass wir die jetzt in 24 dann in einem Projekt mit Edis Natur hier in Brandenburg dann auch in Betrieb nehmen werden am Kunden. Und dann wird das hier auf diesen Truck geladen und dann zack? Genau, also die Anlage kann sich selbst vom Boden abheben mit Hydraulikstützen, dann kann der Trailer drunter fahren und kann sie eben wegtransportieren. Mhm. Und wenn sie am neuen Standort ist, kann sie sich sozusagen vom Trailer wieder etwas abheben, der kann wegfahren und dann setzt sie sich ab und geht dann in Betrieb. Genau, also es ist halt für diesen Prototypen Bereich noch sehr praktisch, eben, dass die selbst sich sozusagen abladen kann. Ne? Boah, super. Und jetzt kommen wir zum absoluten Herzstück, was wirklich mit das Spannendste ist natürlich, sind die Drachen. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, jetzt haben wir hier so einen wirklich ordentlichen Flügel, oder wie würdest du das Teil jetzt nennen? Flügel, Drachen, stimmt beides. Ne? Das ist auch eine Spezialität von Enerkheit. Diese starren Flügel, die wir haben, da unterscheiden wir uns von unseren Mitbewerbern in der Branche. Wir haben halt ein sehr, sehr leistungsfähiges Drachensystem oder Flügel,
der wirklich in der Lage ist, maximale Leistung zu erbringen aus dem Wind. Mhm. Und das Erste, was ich mir auch gedacht habe, weil ich muss ja auch ein paar Punkte ansprechen, bei denen man vielleicht erstmal auch ein bisschen skeptisch oder kritisch ist, ja? Dass dann da irgendwie, wenn der da so rum im Wind rumfliegt, sage ich jetzt mal, dass er richtig ordentlich flattert und auch laute Geräusche macht, was ja eine große Kritik an den Windrädern auch oft ist, dass die Geräusche machen und so weiter. Muss man sich das dann so vorstellen, weil wir sind ja jetzt gerade nicht bei einem Live-Test mal dabei, da kommen wir später nochmal drauf, dass der da so durch den Luft, oder wie ist das? Unser System ist sehr, sehr leise. Okay. Weil erstens fliegen wir nicht mit so hohen Geschwindigkeiten wie jetzt zum Beispiel die Blattspitzen von Windrädern. Ne? Die gehen ja durch die Luft mit etwa 360 km/h. Wir fliegen mit 90 km/h. Ne? Das heißt, also da ist schon die Geräuschentwicklung deutlich reduziert. Und dazu kommt natürlich, dass wir also im Vergleich zu herkömmlichen Drachen, die man so kennt, ne, oder auch eben bei unseren Mitbewerbern, die mit anderen Drachensystemen arbeiten, wir eine sehr, sehr hohe aerodynamische Güte des Drachens haben. Mhm. Und die setzt natürlich die Geräusche auch herab, denn Geräusch heißt ja Energie. Ne? Mhm. Und die wollen wir gerne in Zugkraft umwandeln und nicht in Geräusch. Ne? Das heißt, wenn leise, gleich Effizienz. Ja, genau. Okay, und ihr seht ja im Hintergrund die ganze Zeit diese Drachen hier. Da aber Vorsicht, nicht verwechseln mit dann dem späteren Produkt, sozusagen, das bei rauskommen soll, weil die sind noch, sage ich mal, in Anführungsstrichen sehr flatterig oder wirken natürlich anders. Ja. Die habt ihr nur für die Testzwecke, ne? Genau, also das sind unsere sogenannten Trainer-Kites. Ja. Ne? Damit, das ist jetzt der Mauersegler. Ja, die haben auch immer Vogelnamen, genau. Ja, die kann ich nicht. Genau, die benennen wir immer noch Vögeln irgendwie. Ja, okay. Also die benutzen wir, um, wenn wir neue Software-Releases haben, wenn wir neue Funktionen in die Software zum Beispiel einbauen, wenn wir was Spezielles testen wollen, dann benutzen wir erstmal diese hier. Die sind einfach zu bauen, einfach zu reparieren, ne? Sind etwas gutmütig im Flug und deswegen können wir die ganz gut verwenden. Man muss dazu auch sagen, dass Enerkite das einzige Unternehmen ist in der Branche, das verschiedene Drachensysteme im Betrieb hatte. Ne? Wir hatten auch am Anfang diese textilen Systeme, ne? Die Gleitschirme, wie man sie kennt. Dann haben wir eben diese halbstarren Drachen und am Ende haben wir eben auch diese Hochleister geflogen. Also wir sind da sehr gut, haben wir sehr viel Erfahrung in diesem ganzen, sag mal, Drachenspektrum. Ja. Ne? Da haben wir also wirklich einiges gelernt. Okay. Ne? Das heißt, durch den Erkenntnisgewinn habt ihr dann auch sozusagen euch da weiterentwickelt, wenn man so will. Ja? Ja. Und die sind halt einfach dazu da, weil die kosten nicht viel. Wenn die mal abstürzen, weil man halt Sachen ausprobieren will, dann geht die Welt nicht unter, kann man wieder reparieren, hat der Kollege gemeint. Genau, es ist ja wichtig, ne, dass das Testregime so ist, dass man halt auch keine Angst hat, was kaputt zu machen, ne, in der Phase. Ne? Ja klar, wenn er jedes Mal so viel Geld auf den Boden stürzt, das will man nicht. Nichts, ne? Ja, genau. Okay, das ist super. Und jetzt kommen wir aber mal zu der Version, wie es dann sozusagen, wie man sich das dann später auch dann vorstellen kann. Mhm. Kannst du uns da auch ein paar Einblicke vielleicht mal geben? Weil das ist ja jetzt kein Drache, aber das ist jetzt so hier so ein Drachen, Entschuldigung. Das ist jetzt so ein Ausschnitt da draus, ja? Wie erklär uns mal ein bisschen, wie das aufgebaut ist. So ja, Flügel. Also genau. Also relativ früh war uns ja klar, dass so ein Drachen möglichst leicht sein muss. Ja. Und gleichzeitig haben wir halt die Herausforderung, dass das System ja, sag ich mal, in einem Zyklus von voller Belastung auf völlige Entlastung geht. Ne? Mhm. Das heißt, das System arbeitet und deswegen brauchen wir eine sehr, sehr robuste Struktur von dem Drachen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir also eine neue Bauweise erfunden haben, also ein neues Strukturprinzip erfunden haben. Ist auch in Patentierung, das sehen wir jetzt hier. Ne? Okay. Das ist so ein Schalenprinzip, was eben hier solche Einstülpungen hat, die dazu führen, dass wir hier die Rippen dann auch ausbilden. Also sozusagen die Struktur und statisch wirksame Elemente sind in die Schale sozusagen eingegossen. Ne? Mm. Und damit können wir den Drachen sehr robust ausführen, trotzdem sehr leicht und auch in größeren Stückzahlen automatisiert produzieren. Also das hat wirklich sehr viele Vorteile. Das ist super leicht, das ist der Wahnsinn. Es ist natürlich schwierig jetzt, wie kann ich euch das demonstrieren, aber das kannst du auf einem kleinen Finger hier balancieren. Das ist wirklich, das ist Carbon, oder? Ja, ja. Also, ist auch, also mehr kann man eigentlich aus Carbon auch nicht rausholen. Ja. Also die ist schon sehr, sehr optimiert, diese Bauweise. Ja. Und ihr habt ja hier vor Ort alles Mögliche am Start. Das heißt also, ihr könnt hier wirklich im Prinzip diesen ganzen Entwicklungsprozess selber hier abbilden. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also zunächst ist ja wichtig,
zu verstehen, dass die Struktur ist ja eine Sache, ne? Aber die Aerodynamik und sozusagen das Handling des Drachens und dass er die Leistung auch wirklich bringt und all das, das ist sozusagen jetzt in der Geometrie des Flügels auch eingegossen. Ne? Mhm. Und um da die richtige Geometrie zu haben, haben wir jetzt hier in Eberswalde alle Möglichkeiten, um diesen Entwicklungszyklus komplett selber abbilden zu können. Also es fängt halt immer an mit dem Simulieren. Man hat also eine Idee, was man an dem Drachen noch verbessern kann. Und dann probiert man das erstmal im Computer aus, lässt den erstmal rechnen. Und wenn der sagt, okay, das scheint zu funktionieren, dann bringen wir das eben in den Windkanal. Den wir auch einen eigenen haben. Windkanal. Ja, wir sind auch die Einzigen, die einen haben, freundlicherweise von der TU Berlin überlassen. Da sehe ich sofort das Grinsen bei ihm. Ja, da sind wir schon stolz drauf. Ja, kann man schon sagen. Ja. Okay. Ja, und der ist halt auch wirklich, wirklich wichtig, weil wir natürlich aus der Simulation dann das nochmal prüfen können, bevor wir dann sozusagen das auch in unserer eigenen Produktion dann zu einem Flügel werden lassen können, den wir jetzt hier sehen und den wir dann eben im Test fliegen. Und so haben wir dann den Kreis geschlossen. Das heißt, wenn wir dann wieder merken, okay, hier können wir noch was verbessern, dann geht es eben in die nächste Schleife. Mhm. Und wir sind dadurch sehr schnell in der Entwicklung, also können sehr schnell sein, können sehr schnell Änderungen ausprobieren auch und die dann testen. Also das ist wirklich ein Herzstück auch mit von uns. Ja, es klingt ja jetzt alles natürlich exotisch, aufregend, innovativ, aber jetzt auch mal nochmal, am Ende steht ihr im Wettbewerb zu vielleicht einer Windkraftanlage, zu einer Solaranlage, weil man fragt sich ja schon, wo ordnet ihr euch da ein und in welche Anwendungszwecke habt ihr eigentlich? Mhm. Also ja, so allgemein kann man sagen, dass wir eine Lösung bieten für ein Problem, was bis jetzt nicht so richtig adressiert worden ist. Also wir haben ja stellen ja fest, dass wir weltweit jetzt auch einen sehr, sehr starken Trend, kannst du sagen Megatrend hat, zur dezentralen Stromversorgung, ist natürlich getrieben durch die Erneuerbaren. Ne? Die bieten halt andere Strukturen auch an als jetzt so zentralistische große Kraftwerke. Ne? Und die Photovoltaik kann das ganz gut abdecken. Ne? Die kann von sehr kleinen Solar Home Systems bis hin zu großen Feldern eigentlich so die ganze Bandbreite an Strukturen schaffen. Ne? Die Windenergie kann das aber nicht so richtig. Die ist entweder so, dass sie sehr kleine Windräder ja anbietet, die aber sehr ineffizient sind in der Regel für Anwendungen, oder aber sehr große Windräder, die aber sehr, sehr hohe Logistikaufwände bedeutet, entsprechende Finanzierung, ne, und Transport und all das und Infrastruktur, auch gute Netze, ne, die eben diese ganzen Energie auch aufnehmen können. Aber etwas Kleines, was aber effizient ist, das gibt es nicht. Und da kommen wir ins Spiel. Mit unseren Anlagen können wir sozusagen diesen Massenmarkt an dezentraler Stromversorgung mit Wind bedienen und können in Sektoren kommen, die bis jetzt für die Windenergie noch nicht so interessant sind oder gar nicht interessant sind oder nicht bedient werden können. Das ist eben so diese Eigenstromversorgung von landwirtschaftlichen Betrieben, von Drehereien, Fräsereien, Lohnfertigern. So, ne? Die haben einen relativ konstanten Strombedarf und können den mit PV zum Beispiel gar nicht abdecken, ne? Und mit Wind auch nicht, weil die dann zu groß sind. Dann haben wir den Bereich E-Mobilität, ne? Der nimmt ja auch zu, und zwar nicht nur auf der Straße, sondern an Land auf der Straße, aber auch auf dem Wasser und in der Luft wird ja alles immer mehr in Richtung Elektromobilität gehen. Und da können wir eben auch eine Ladeinfrastruktur anbieten mit unserem System, dezentral, auch autark. Ne? Mhm. Und der dritte Bereich ist eben alles, was so Dieselersatz ist, kleine Netze, Minigrids und Inselnetze, die bis jetzt hauptsächlich auf Diesel setzen, ne? Oder eben Batteriesysteme vorhalten müssen, die wir mit unserem System natürlich reduzieren können. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Bedarf dazu und wir können eben auch liefern, denn unsere Systeme können in großen Stückzahlen hergestellt werden, ähnlich wie Erntemaschinen. Wir sind ja eigentlich eine, ne? Winderntemaschine. Ne? Oh, das ist eine schöne Analogie. Ja, und in den Mengen können wir halt eben auch produzieren, ne? Also 10.000er Bereich, ne? am wow. Ende. Und können dann den Markt auch bedienen, genau. Und ihr seid nicht nur stationär, sondern rein theoretisch auch mobil einsetzbar. Wir sind mobil einsetzbar. Ich würde eher sagen, wir sind transportabel, weil mobil heißt ja mit Rädern, wie wir es ja hier hatten. Ne? Aber man kann den Standort einfacher wechseln, als jetzt ein Windrad aus dem Boden rauszureißen. Genau, also wir können rückstandslos wieder wegtransportiert werden und wir können uns auf dem Gebrauchtmarkt dann auch verkaufen. Ne? Also wenn man jetzt, wenn sich was ändert und man braucht die Anlage nicht mehr, dann hat man sich verloren, das Investment, sondern man verkauft uns einfach weiter.
Das sind gute Gedanken. Habt ihr euch gut überlegt. Dankeschön. Aber jetzt wollen wir auch mal ein bisschen in die Fakten reingehen. Klar, ihr seid noch in der Entwicklung, aber dass man jetzt einfach auch mal eine Vorstellung bekommt, was kommt da dann wirklich an Strom raus? Wie viel Ertrag, denkt ihr, bekommt ihr denn mit jetzt diesem System zum Beispiel, über das wir gerade geredet haben, diesem 100 kW-System, pro Jahr dann raus? Wie viele Kilowattstunden kommen da raus? Also mit der 100 Kilowatt-Anlage sind wir in der Lage, bei einem, sag mal, durchschnittlichen Standort etwa auf 500.000 Kilowattstunden zu kommen. 500.000 Kilowattstunden pro Jahr? Genau, das ist so, kann man schon so sagen, kann auch auf 600.000 gehen, aber so 500.000 ist das, was so an so einem durchschnittlichen Standort auch erreichbar ist. Okay, dann würde ich mal ganz kurz in meinem schlauen Köpfchen zusammenrechnen. Das sind vielleicht ungefähr, wenn wir so 3.500 Kilowattstunden von Einfamilienhaushalt ausgehen, vielleicht so 150, je nachdem, wie der Stromverbrauch ist, bis zu 200 Einfamilienhäuser, Haushalte pro Jahr. Ja, kann man so schätzen. Ja. Und wenn man jetzt an die Wohnungen denkt, nicht jeder die Möglichkeit, im Einfamilienhaus zu leben, dann sind wir ja vielleicht bei einer Verdopplung nochmal von dem Ganzen, weil eine Wohnung braucht ja vielleicht halb so viel wie so ein Einfamilienhaus. Das sind jetzt Pi mal Daumenrechnungen. Ihr könnt natürlich selber gerne 500 Kilowattstunden in alle möglichen Varianten umrechnen. Stimmt, wie oft könnte man dann ein Elektroauto damit laden? Das blenden wir einfach nochmal ein, wie oft man mein Elektroauto damit aufladen könnte. Das finde ich nochmal spannend. Das kriege ich jetzt nicht im Kopf ausgerechnet. Es soll ja vielleicht nicht bei den 100 kW irgendwann bleiben. Was wäre so die nächste Vision, wo ihr hingehen wollt? Also wenn wir jetzt ausreichend Erfahrungen mit dem Produkt gesammelt haben, ist eigentlich das Ziel, eben jetzt die nächstgrößere Anlage dann zu entwickeln, die dann etwa 500 Kilowatt Leistung haben wird, Nennleistung. Ne? Und dann kann man eben den Ertrag ja verfünffachen. Also 500 kW wären dann 2.500.000 Kilowattstunden? Genau, ja. Das hört sich gut an. Natürlich hätte ich mir gerne das Ganze noch mal genauer angesehen. Also bei so einem Test jetzt mal dabei gewesen zu sein, zu sehen, wie der fliegt, was für Geräusche, was für ein Spektakel das wahrscheinlich auch ist. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir haben natürlich den Dreh hier schon eine Weile lang vorbereitet, geplant. Und jetzt ist einfach gerade kein so ein Test geplant. So ist das halt manchmal, jetzt da ewig lang zu warten. Aber das könnten wir eventuell noch nachholen, denn 2024 findet natürlich wieder was statt. Und ja, ich würde mal sagen, es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass ich mir das Ganze mal anschaue und für euch mitfilme, aber dazu müsst ihr uns natürlich auch mal zurückmelden. Schreibt doch mal unterhalb den Kommentaren, ob ihr das sehen wollt, wie auch mal das Ganze so abläuft und was ihr vielleicht sonst noch für Fragen habt, was ihr für Punkte habt, wo ihr sagt, na, das sehe ich vielleicht ein bisschen kritisch, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Schreibt das alles rein, das Team von Enerkite wird sich auch das anschauen, wird sich die Kommentare durchlesen und wird darauf reagieren, weil das ist ja das Schöne bei YouTube, da kann man ja in den Austausch gehen, was natürlich gerade in so einer Entwicklung ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ganz wichtig ist auch. Ich habe euch jetzt ja zumindest, denke ich mal, einen ganz guten Einblick gegeben, was Enerkite ist und was das Unternehmen ausmacht. Es ist natürlich ein Start-up und man kann sich natürlich auch vorstellen, da gibt es natürlich noch ein paar Entwicklungsschritte. Und das Schöne ist, ihr könnt das Unternehmen dabei unterstützen und ihr könnt sozusagen ein Teil von Enerkite selber werden. Und zwar funktioniert das Ganze über zum Beispiel eine Crowd-Investing-Plattform. Fundernation, den Link habe ich euch unterhalb des Videos reinplatziert. Da könnt ihr ab 100 Euro schon, könnt natürlich auch andere Beträge wählen, praktisch in das Unternehmen investieren und dabei das Unternehmen unterstützen und ja, wenn dann alles gut läuft, natürlich dann auch davon profitieren. Also schaut euch das Ganze unbedingt an. Auch nochmal den Link zu Enerkite, direkt zur Webseite, habe ich euch platziert. Ihr könnt natürlich auch direkt in das Unternehmen investieren, mit denen in den Austausch gehen und natürlich euch auf der Webseite nochmal alles in Ruhe anschauen, durchlesen. Das war jetzt wahrscheinlich viel Information, die man so vielleicht noch nicht so oft gehört hat. Danke dir, lieber Florian. Das hat mir wirklich unglaublich Spaß gemacht. Ich finde, ihr seid hier wirklich, das muss man sagen, es waren heute leider nicht so viele Leute da, weil unglaublich viele Menschen krank sind, wie gerade allgemein in Deutschland. So ist das halt manchmal, also nicht wundern, ja, hier arbeiten sonst ein paar mehr. Und vielen Dank für die Einblicke, weil alle, die ich jetzt kennengelernt habe von euch, waren wirklich unglaublich kompetent, haben mir wirklich über alle Informationen, haben auch so eine richtige Motivation. Also ihr habt wirklich einen guten Spirit im Team und das hat mir schon gut gefallen. Also ich hoffe und wünsche euch nur das Beste. Vielen, vielen Dank. Danke auch fürs Kommen. Ne? Sehr gerne. Und wir freuen uns sehr, wenn wir nächstes Jahr euch einladen können zu einem Flugtest. Ne? Cool. Geht jetzt nächsten Januar los. Und sobald wir da was zu bieten haben, zeigen wir es euch gerne. Ja, dann sehen wir uns bald wieder. Danke dir sehr. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.